Aufstellungen erfasst wurden und die Geleitzüge um diese Aufstellung herumgeführt wurden. Am 24. Juni forderte Dönitz die Kommandanten auf, mehr zu riskieren, um wieder Schiffe zu versenken. Den Briten war klar, die ausbleibenden Erfolge hatten Dönitz nervös gemacht und deshalb setzte er die U-Boot-Besatzungen unter Druck. Aber trotz aller Anstrengungen war kein Schiff zu entdecken. Auf U-123, das sich vor der afrikanischen Küste befand, konnte sich die Besatzung etwas entspannen. Habe ich mal ein Board festgemacht, so mit Würstchen schnappen und Haifisch angeln und solchen Sachen. Und dann durften die auch baden. Das muss den ersten Seelauf doch erschüttern. Jeder Streich macht ihn weich, macht ihn klein. Wir werden ihn auch weiterhin zerknittern. Das waren ja an die 30 Grad, das Wasser. Das war so schön angenehme Tour. Und da konnte man sich also wunderbar duschen. Klamotten runter, die waren alle nackt. Nee. Am 14. Juli erreichte U-123 die Küste von Sierra Leone und lauerte vor dem Hafen von Freetown. Hier war der Sammelplatz für die Konvois nach Großbritannien. Hardegen hoffte auf leichte Beute. Aber der Royal Navy war sein neuer Standort bekannt und sie hatte deshalb alle Schiffe in dem Seegebiet gewarnt. Die einzigen Frachter, die die Wache von U-123 sichtete, durften nicht angegriffen werden. Die Schiffe, die da einliefen, die hatten alle amerikanische Flagge und waren neutral und wir konnten nichts machen. Hitler hatte nämlich nach dem Überfall auf die Sowjetunion noch einmal ausdrücklich verboten, amerikanische Schiffe zu versenken. Nicht nur Hardegen und seine Männer waren frustriert, diese Schiffe nicht angreifen zu dürfen. Wir hatten ganz strikte Anweisungen, auf jeden Fall alles zu vermeiden, was da zu Störungen des Verhältnisses führen konnte. Und trotzdem war man damals doch schon so der Auffassung, dass die Amerikaner manches taten, was mit Neutralität nicht mehr ganz zu vereinbaren war. In der amerikanischen Wochenschau hieß es damals: We shall give every possible assistance to Britain. Wir werden alles tun, um Großbritannien im Kampf gegen Hitler zu unterstützen. Wir werden alles liefern, was dafür notwendig ist. Im Sommer 1941 lieferten die USA schon die Hälfte der benötigten Nahrungsmittel und viele Waffen nach Großbritannien. Die Briten aber erwarteten noch eine weitergehende Unterstützung. Wir hofften auf den Kriegseintritt der Amerikaner, denn dann würden wir gewinnen. Sehr viele Amerikaner waren pro-britisch, wollten kämpfen, sogar an unserer Seite. Einer davon war Präsident Roosevelt. Im August trafen sich der amerikanische Präsident Roosevelt und Churchill an Bord des britischen Schlachtschiffes Prince of Wales. Roosevelt versprach Churchill, dass amerikanische Kriegsschiffe britische Konvois nun auch im Westatlantik schützen würden. Deutsche U-Boote wurden fortan hier von der amerikanischen Marine angegriffen. Im Herbst 1941 war sich die britische Admiralität sicher. Nach dem Versprechen Roosevelts war die Schlacht um den Atlantik gewonnen. Die Schiffsverluste waren schon um mehr als 50% zurückgegangen und der Einsatz der US Navy würde sie noch weiter reduzieren.
Am 31. Oktober 1941 sichtete Erich Topp, Kommandant von U-552, südlich von Grönland einen Konvoi. Ich stieß im Morgengrauen auf diesen Geleitzug und habe gleich angegriffen mit zwei Torpedos. Die Hohen James wurde getroffen und blähte auf. Und dann habe ich später erst gehört, dass 110 Menschen dort in dem eisigen Wasser und Öl, das herumspritzte und teilweise brannte, ums Leben gekommen sind. Und dann kam es ja, nachdem das Boot dann auch etwas abgesunken war, gingen die ganzen Wasserbomben hoch. Und das hat also die Menschen in die Luft gewirbelt. Und viele haben also sich wiedergefunden in 15 Meter Höhe und sind dann also natürlich schwer verwundet wieder aufs Wasser geschlagen. Kapitänleutnant Topp war der Erste, der vor der Kriegserklärung ein amerikanisches Kriegsschiff versenkte. Topp verstieß damit gegen Hitlers Befehle. Ich habe das gemeldet, alle Einzelheiten. Und Dönitz hat nichts weiter dazu gesagt, als wie: in Ordnung, Sie haben richtig gehandelt. Auch wenn Dönitz seine Zustimmung gab, Hitler tat es nicht. Topp wurde nicht bestraft, aber Hitler hob seinen Befehl, amerikanische Schiffe anzugreifen, auch nicht auf. Bis zum Dezember kam der U-Boot-Krieg fast zum Stillstand. Der japanische Überfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 veränderte auch die Kriegslage im Atlantik. Die Arizona im Todeskampf. Amerika, auf in den Krieg! Vergesst nicht Pearl Harbor! Japans Angriff hatte auch Hitler nicht erwartet. Er erklärte den USA den Krieg, da Deutschland mit Japan verbündet war. In der Schlacht um den Atlantik gab es nun klare Verhältnisse. Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten war eine, ich möchte beinahe sagen, Erlösung, dass man jetzt also wusste, wir können das, was die Amerikaner sowieso schon getan hatten, als halbwegs feindliche Handlungen, könnten wir jetzt nun auch beantworten. Das Unternehmen Paukenschlag. Der Angriff auf die Schiffe vor der US-Küste wurde vorbereitet. Mit der Operation wollte Dönitz die Initiative im U-Boot-Krieg zurückgewinnen. Fünf große U-Boote vom Typ 9 eröffneten den Angriff. U-123 war dabei. Am 22. Dezember 1941 verließ Hardegen mit seinem Boot Lorient. Einige wenige haben sich schon gedacht, ob wir da wieder heil und zurückkommen, hin und zurückkommen. Das ist eine ziemlich lange Reise gewesen. Nicht? Ich hatte überhaupt keine Seekarten von drüben. Ich hatte einen Knorr-Taschenatlas mit. Und da war auf dieser kleinen Knorr-Seite war ein Stadtplan von New York. Das war alles, was ich hatte. Vom Einsatzbefehl für U-123 erfuhren auch die Alliierten. Am 10. Januar 1942 wurde in Bletchley Park ein Funkspruch von Dönitz entziffert. Er war an die U-Boote der Operation Paukenschlag gerichtet. So wusste die Royal Navy vom unmittelbar bevorstehenden Angriff auf amerikanische Schiffe.
Aber die amerikanischen Admiräle interessierten sich in erster Linie für den Krieg im Pazifik. Deshalb beachtete der Nachrichtendienst der amerikanischen Marine die Warnung der Briten nicht. In den ersten Tagen nach Pearl Harbor klappte nur wenig. Für Amerika war Europa weit weg. Niemand erwartete deshalb einen Angriff auf die eigene Küste. Am 13. Januar lief U-123 in die Bucht von New York ein. Die Operation Paukenschlag begann. Ich hatte ja vorgeflutet, sodass nur der Turm rausguckte. Welcher Fischer kennt einen deutschen U-Turm nicht? Ich war völlig überrascht, denn ich bin davon ausgegangen, dass ich an eine Küste kam, die abgedunkelt war, weil ja Krieg war und alles. Die Schiffe fuhren alle mit ihren Positionslaternen hell erleuchtet. Und wir haben die Autos auf der Küstenstraße fahren sehen. Und ich meine, richtig zu erinnern, dass wir sogar die Wälder gerochen haben. Ich habe gewartet, bis die Schiffe aus dem Hafen von New York rauskamen und bin hin hergefahren, solange bis sie so auf 40, 50 Meter Wasser waren, habe sie dann versenkt. Rohr 1, los! Rohr 1, los! Läuft! Hardigen schrieb: Die Nacht der langen Messer war beendet. Ein Paukenschlag mit 8 Schiffen, darunter 3 Tanker. Wenn statt mir 10 bis 20 Boote hier gewesen wären, ich glaube, alle hätten genug kriegen können. Hardegen meldete an Dönitz: In den amerikanischen Gewässern fahren Frachter und Tanker ohne Geleitschutz. Eine leichte Beute für unsere U-Boote. Man hatte schon damit gerechnet, dass das zu Anfang Erfolge geben würde. Dass sie nur so stark, so groß waren, damit hatte man vielleicht nicht gerechnet. Das war vielleicht also eine sagen wir mal, gute Überraschung. In der Royal Navy hatte man mit diesen deutschen Erfolgen nicht mehr gerechnet. Im Januar 1942 wurden vor der amerikanischen Küste 48 Dampfer versenkt. Im März waren es schon 95. Die britischen Admirale waren geschockt. Und es kam noch schlimmer. Seit dem 1. Februar 1942 konnte Bletchley Park den Funkverkehr der U-Boote nicht mehr entschlüsseln. Es gab immer weniger Arbeit. Bald passierte gar nichts mehr. Wir waren niedergeschlagen. Die Leute liefen mit langen Gesichtern herum. Besonders die Entschlüsselungsexperten waren verzweifelt. Dönitz hatte die Funkverschlüsselung ändern lassen. Ihm waren zu wenig Konvois aufgespürt und zu viele deutsche U-Boot-Versorger versenkt worden.